Holzbau for Future ist ein schöner Slogan. Und es ist eigentlich so offensichtlich und so einfach der Gedanke, wenn man sich fragt, warum das niemals in den Bilanzen des Weltklimarates aufgetreten ist. Da werden die absurdesten Techniken ausgedacht, wie man CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernen könnte. Geoengineering, Olivin oder die Dolomiten kleinmalen und ins Meer schütten, also die absurdesten Dinge. Sie können sich gar nicht vorstellen, was die Wissenschaftler alles für Blödsinn ausdenken können. Das gilt natürlich nur nicht für mich, das ist klar. Nein, aber Holz hat diese Doppelgewinnstrategie. Sie vermeiden, wenn Sie Holz nehmen, eben all diese chemischen Reaktionen und den hohen Einsatz von fossilen Brennstoffen. Aber Sie können sogar durch Holz, indem ein Baum wächst und er nicht verbrannt wird, sondern verbaut wird, für 5 Jahrhunderte vielleicht, dadurch reinigen Sie sogar die Atmosphäre von CO2, ohne dass Sie irgendwie eine Extratechnik erfinden müssten. Wir bauen mit dem besten, dem ästhetischsten Material der Welt, mit den besten thermischen Eigenschaften und ganz nebenbei haben wir einen Klimaschutzeffekt. Es gibt keine bessere Möglichkeit. Unser Lieblingsszenario natürlich, 90% würden aller neuen, wir reden noch gar nicht über den Altbestand, auch den könnte man ja substituieren, dann würden wir 22 Gigatonnen, Milliarden Tonnen reinen Kohlenstoff speichern in diesen Gebäuden. Es ist enorm. Und Sie sehen, wie das Emissionsbudget aus dem Stahlbetonbau zusammenschrumpft. Das wäre tatsächlich ein signifikanter Beitrag zum Klimaschutz. Und wenn man jetzt zu entsprechendem Waldmanagement übergehen würde, würden wir mehr als genug ernten können. Und der Sinn ist genau, Wald, Holz anzubauen, es zu schneiden, zu verarbeiten, zu speichern und dann natürlich nachwachsen zu lassen. Also wenn die Waldschützer dann kommen und sagen, ja, aber ihr schneidet ja die Bäume ab, ja, das ist genau der Sinn der Sache, damit nämlich der Baum nachwachsen kann. Und damit reinigen wir nach und nach die Atmosphäre. Es ist eine fantastisch einfache Möglichkeit. Wer also Klimaschutz will, muss sich der Holzarchitektur zuwenden. Ich laufe seit 10 Jahren durch die Landschaft und versuche das klarzumachen. Und ich freue mich, dass an einem Ort wie hier, das längst schon verstanden worden ist und vorangetrieben wird. Mit diesem kleinen Hoffnungsschimmer beende ich meinen Vortrag. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.